Ich versuche, jede Probe, jede Überstunde, jeden Unterricht und vor allem jeden Auftritt zu genießen und Spaß daran zu haben. Ich würde sagen, die Klarinette ist der bescheidene Star im Orchester. Aber hat auch einiges zu sagen. Hat einiges zu sagen, aber macht es nicht so aufdringlich wie die Oboe. Das werde ich weiterleiten. Aber besser nicht. Ich glaube, es ist ein starkes Stück. Also es hat sehr viel Aussagekraft und viel Ausdruck und eine große Persönlichkeit. Ich mag die Dunkelheit am Wiener Klang. Er hat so einen unglaublichen Körper, meiner Meinung nach. Es ist auch so, dass ich eben auf französischer Klarinette angefangen habe und erst später dann auf Wiener Klarinette umgestiegen bin. Das heißt, ich kenne beide Instrumente sehr gut und bin jetzt auch sehr froh, diesen Weg so gemacht zu haben. Ich liebe die Klarinette, weil man kann sehr viel Formen und sehr viel Farben geben. Also man kann nicht nur Klassik spielen, sondern auch Jazz oder Volksmusik, Filmmusik, keine Ahnung, in verschiedensten Besetzungen. Und ich finde es so toll, dass man sowohl sehr schnell und virtuos darauf spielen kann, aber auch sehr lyrisch und gesanglich. Und ich mag einfach diesen Klang.